Wir sind eben die Nachfahren der Angsthasen sozusagen. Man hört sich jetzt, Angsthase, naja, ist so ein Wort. Aber das war halt früher überlebenswichtig, Angst zu haben. Und deswegen ist unser Gehirn noch immer als Steinzeitgehirn auf Angst gepolt. Und deswegen ist es auch normal, Angst zu haben. Also es geht bei Ängsten geht es sehr stark darum, dass man so die Stimmen im Kopf, dass man da es schafft, nicht drauf zu reagieren. Tatsächlich ist das ist die Körperempfindung selber, ob ich jetzt Angst habe oder eben eine positive Aufregung, ist komplett das Gleiche. Nur das Etikett, was ich dem gedanklich gebe, ist unterschiedlich. Also dass es nicht nur immer um die Angst geht, die man jetzt runtermachen will, sondern auch darum geht, wie kann ich mehr Freude und Lebenslust in mein Leben bringen. Herzlich willkommen bei dergesundheitsclub.de. Heute geht es bei mir um das Thema Angst. Es ist völlig normal, Angst zu haben. Jeder von uns hat Angst. Angst vor Höhe, Angst vor Spinnen, Angst vor dunklen Kellern. Das ist alles eigentlich ganz normal. Problematisch wird es dann, wenn unsere Ängste uns nicht mehr loslassen und unser Leben völlig bestimmen oder stark beeinflussen. Dann sollte man tatsächlich etwas gegen seine Ängste tun. Und zu diesem Thema habe ich heute Herrn Professor Becker eingeladen. Er ist Angstcoach und ihm möchte ich mal entlocken, wie denn so ein Angstcoaching eigentlich aussieht und ab wann es sinnvoll ist, sich professionelle Hilfe bei Ängsten zu holen. Ja, herzlich willkommen. Heute bei mir zu Gast Herr Professor Becker. Wir sind beim Du, Detlef. Hallo, schön, dass du da bist. Ja, danke sehr für die Einladung und ich bin froh, dass wir zusammen reden über ein wichtiges Thema, Angst. Ja, Angst ist tatsächlich ein wichtiges Thema. Ich meine, wir haben alle Ängste. Jeder hat vor irgendwas Angst. Wer vor nichts Angst hat, das wäre fast schon, ich würde mal sagen, geschmeichelt gelogen. Auch ich habe Ängste. Das ist auch ganz normal. Nur es gibt halt den Punkt, ab dem ist es nicht mehr normal. Und genau über diesen Punkt möchte ich heute mit dir sprechen. Ab wann ist denn eigentlich eine Angst nicht mehr normal, sondern eine Angststörung? Vielleicht fangen wir damit mal an. Ja, also das ist ein guter Punkt, dass Angst normal ist. Wenn ich dazu noch ein, zwei Worte verlieren darf. Wir sind alle paranoid. Unsere Gehirne sind paranoid und auf Angst eingestellt. Leider Gottes ist das so. Warum ist es so? Weil wir noch Steinzeitgehirne haben. Und in der Steinzeit war es wichtig, Gefahren zu erkennen und lieber mal eine Situation als gefährlich einzuschätzen, die sich im Nachhinein als harmlos herausstellt, als eine Gefahr zu übersehen. Deswegen haben unsere Vorfahren, die Steinzeitmenschen, haben die Paranoiden überlebt, die also ständig Gefahren gesehen haben. Und die, die entspannt und gelassen waren, die wurden irgendwann mal von Säbelzahntigern gefasst und verschlungen. Und wir sind eben die Nachfahren der Angsthasen sozusagen. Man hört sich jetzt, Angsthase, naja, ist so ein Wort. Aber das war halt früher überlebenswichtig, Angst zu haben. Und deswegen ist unser Gehirn noch immer als Steinzeitgehirn auf Angst gepolt. Und deswegen ist es auch normal, Angst zu haben. Keine Angst. Das Gespräch zwischen mir und Herrn Professor Becker ist noch nicht zu Ende. Wir führen es nur woanders fort. dergesundheitsclub.de. Jetzt dort einfach kostenfrei und unverbindlich anmelden. Dann kannst du alle unsere Videos in voller Länge sehen. Zusätzlich gibt es verschiedene Freebies, Vergünstigungen und dergleichen mehr. Wenn du das Video jetzt zu Ende sehen möchtest, melde dich kostenlos und unverbindlich unter dergesundheitsclub.de an. Wir freuen uns auf dich.